Willkommen zurück zu Final Fantasy 2. Immer noch im Kampf gegen das düstere Imperium, was mit einem Zerstörer durch die Gegend fliegt und Piu-Piu macht. Voll unfair. Ja, alle sitzen hier im Mittelalter und die fliegen mit Luftschiffen durch die Gegend, machen Piu-Piu. Und sowas. Voll nervig. Und wir sollen das ganze Ding aufhalten, weil die Rebellen natürlich voll stark sind und irgendwie bisher noch gar nichts gemacht haben. Außer gelegentlich mal Informationen verbreitet. Ganz tolle Rebellen sind das. Naja, wir sind hier wieder bei Josephe angekommen. Und Josephe soll wohl wissen, wo wir die Glocke bekommen, um in ein Königreich reinzukommen, welches eigentlich verschlossen ist. Alles ganz verzwickt hier. Egal, reden wir mal mit Josephe. Danke für die Rettung meiner Tochter. Wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte ich diesem Bogen schon längst den Hals umgedreht. Steh in eurer Schuld. Sagt mir, wie ich meine Schuld begleichen kann. Das könnt ihr sehr gerne. Erzähl mir was über Freyas Glocke. Ohne meinen Segelschlitten werdet ihr auf dem halben Weg zur Höhle erfroren sein. Mein Segelschlitten habe ich in den Erzminen von Smith versteckt. Der blaue Stein wird euch als Orientierungszeichen dienen. Rechts von dem Stein gibt es einen versteckten Zugang, durch den ihr einen geheimen Raum erreicht. Da ich euch in der Sache mit dem Mithril meine Hilfe nicht anbieten konnte, will ich es diesmal tun und euch begleiten. Josephe ist der Gruppe beigetreten. Ganz toll. Heißt das, ich hätte das vielleicht doch skippen können? Ich war ja schon bei diesem Stein und habe mich gefragt, wo dieses komische Ding ist. Was wir da suchen konnten. Egal, hier, Josephe bekommt jetzt erstmal zwei Langschwerter. Mithril-Handschuhe. Mithril-Rüstung und Mithril-Helm und wird jetzt das neue Maskottchen der Truppe werden. Josephe mit dem Schnurrbart. Er ist der neue Lord Mustache. Lord Mustache. Na gut, das heißt, wir müssen da wohl nach Norden gehen. Scheint mir so. Machen wir das doch einfach mal. So, einfach mal hier angreifen, was das Zeug hält. Mal gucken, was dabei passiert. Ah, ist ganz toll. Also wirklich nützlich scheint er nicht zu sein. Aber ich kann zumindest vielleicht ein bisschen Schläger einstecken oder sowas. Oh, wovor ich ein bisschen Angst habe. Gute Nacht, Retro. Schön, dass du trotzdem da warst. Komm gut in die neue Woche. Überanstrenge dich nicht. Und wir hören uns, denke ich mal, am Freitag wieder. Spätestens. Allerspätestens. Achso, Moment. Ich muss da unten zu der Höhle, ne? Ja, ich muss da unten zu der Höhle. Wäre ich einfach mal schnurstracks zu den Schneedünen gewandert. Totaler Schwachsinn. Nee. Also meine Leute treffen hier aber auch gerade gar nichts, ne? Aber wie dem auch sei, Hauptsache Schläge ins Gesicht. So, hier unten bei der Höhle müsste das gewesen sein. Und da ist ein blauer Stein, unser blauer Stein. Da ist rechts daneben ein Geheimgang. Ja, da ist der Stein. Erstmal hier die Yetis verprügeln. Sasquatch, Entschuldigung, keine Yetis. Ganz habe ich den Unterschied von den Viechern nicht verstanden. Aha! Jawohl, Josephe stark genug, um Wände einzuhauen. Als Josephe den Stein dreht, erscheint ein schmaler Durchgang. Ach, deswegen. Mein Segelschlitten ist hier drin. Deswegen konnten wir da nicht hin. Aber gut. Ah, da drüben ist auch eine Kiste. Segelschlitten erhalten. Hier wird nur so mit Knight Rider Buffs um sich geschmissen. Aber wieder ein Stückchen weiter. Progress! Das heißt, wir können jetzt nach Norden in die Eishöhlen gehen, um dieses Glöckchen zu holen. Machen wir auch. Direkt. Keine langen Umwege hier. Ausgerüstet sind wir eigentlich relativ gut.
Wir hätten vielleicht noch ein paar mehr Gegengifte kaufen sollen. Oder Antidots. Die Antidupes. Ich bin mal jetzt gespannt. Aber warum ist dieser Schlitten denn so notwendig? In keinem anderen Spiel ist so ein Schlitten notwendig. Hier schon. Es ist doch kein Schlitten. Es ist ein Boot. Ein Boot, was auf Eis rumflattert. Gegner. Neue Gegner. Vor allem stärkere Gegner. Gegner, die wir nicht mit zwei Schlägen kaputt machen. Und hier wird es dann irgendwo am Arsch der Welt eine Höhle geben. Würde ich meinen. Yetis, da sind sie doch. Die haben wir die ganze Zeit gesucht. Wo ist die Höhle? Die Höhle der Höhlen. Die Höhle der Höhlen mit dem Blöckchen. Ah, aber hier kriegen wir mal wenigstens Erfahrungspunkte für den ganzen Rotz, den wir hier veranstalten. Jetzt hätte ich ganz gerne aus Final Fantasy 2 diese Karte. Gab's die eigentlich bei Final Fantasy 2 in der Box dazu? Also bei meiner war sie auf jeden Fall nicht dabei. Ach, da ist doch die Höhle. Das macht mir zumindest den Anschein, als würden wir hier ein Stückchen weiterkommen. Schneehöhle, erstes Untergeschoss. Da haben wir eine Kiste, da oben haben wir auch eine Kiste. Ich sag ja, ne, hier Final Fantasy 2 in der Pixel Remaster ist echt der Easy Mode von Final Fantasy 2. Weil wir uns einfach schon vorher überlegen können, wie wir gehen werden. Wie wir gehen werden, damit wir alle Kisten mitnehmen können. Yay, Geld. Endlich mal wieder. Ich glaube, der Schein hat getrübt. In Wirklichkeit bekomme ich keine Erfahrungspunkte dazu. Noch mehr Geld. Yay. Aber zumindest sind sie hier bisher sehr sparsam, was was Monster in der Box angeht. Das finde ich super. Oh, hier ist eine Tür. Aber an die Tür komme ich nicht ran. Bin ich jetzt doof? Ich will diese Tür öffnen. Die hat bestimmt später nochmal eine Bedeutung. Wir müssen hier irgendwann im Late Game nochmal hin, wenn wir eigentlich gar keinen Bock mehr haben, diese ganzen Wege durchzulaufen. Da unten sind die ganzen Kisten, da oben ist noch eine Tür. Vermutlich brauchen wir hier den Feenschlüssel oder irgendwie so ein Mist. Oh, das gefällt mir nicht. Ich habe jetzt eindeutig die falschen Gegner angegriffen. Oh, Paralyse. Oh, nö, geht. Was haben wir denn hier? Ach ja, sehr gut. Der leere Raum, diesmal in Schnee gehüllt. Na gut, dann halt eben hier runter. Und jetzt, da hinten ist eine Kiste. Da ist ein Gang nach oben. Wir müssen wahrscheinlich runter, aber wir gehen doch trotzdem den Weg nach oben. Damit wir die Kisten in der oberen Etage noch holen können. Frag mich, ob das Wasser mir Schaden macht, weil es ja kalt ist. Ja, vermutlich, ne? Einfach das Teilset geändert. Und hier den Sprite-Ursprung einfach um zwei Variablen versetzt oder irgendwie so ein Kram. Polarwind. Ist das ein Zauber? Polarwind? Wertvolles. Nee. Ah, Moment. Auch nicht. Was war denn jetzt dieser Polarwind?
Wollte ich nicht. Ach, egal. Egal. Wo kommt der Polarwind auf einmal her? Items. Wo steht er denn? Der muss doch hier irgendwo stehen. Polarwind. Polarwind. Ach, da unten ist Polarwind. Ein Stein, der einen magischen Schneesturm entstehen lässt. Okay. Heißt also im Endeffekt, das ist nichts weiter als so etwas wie Handgranate oder so ein Stuff. Hackt euch hier mal schön durch die Massen. So, 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 so. Das sieht aber echt gefährlich aus hier. Einfach draufhauen. Ja, perfekt. Den Gegnern bloß nicht die Möglichkeit liefern, sich hier irgendwie auszuruhen, zu heilen oder sonst irgendeinen Scheiß zu machen. Ich finde es aber schön mit dieser linken Hand, rechter Hand, dass man die unterschiedlich ausrüsten kann und sowas. So, jetzt sind wir hier auch endlich an dem Raum mit den Kisten. Hä? Also stärketechnisch sind wir, glaube ich, echt gut unterwegs, aber ich habe Kampfaxt. Oh, Ausrüstung. Maria, das ist, glaube ich, für dich. Nee, schade, die trägt schon eine Kampfaxt. Moment, ist die Kampfaxt vielleicht ein bisschen stärker als ein Langschwert für... Ja, perfekt. So, Firion, du darfst jetzt mit Äxten schwingen. Gegengift kann man immer gebrauchen. Ein Glück sind die Kämpfe. Schatzjäger aus Gelegenheit. Eine Falle! Oh nein! Oh nein! Kleiner Moment. Granaten. Oh, soll ich vielleicht nicht unbedingt mit Feuer angreifen, sondern eher mit Eis? Ob das gut war, keine Ahnung. Aber es hat Dinge getan. Nein! Nein! Alter! Übertreib's. Boy. Oh boy! Glück gehabt. Mithrilkeule erhalten. Sehr schön. Jetzt kann irgendjemand mit einer Keule schwingen. Aber das ist jetzt echt super nervig. Na gut. Aber eine Mithrilkeule, das ist ja schon mal relativ viel wert. So, dann können wir jetzt auch den Weg weiterlaufen. Überall Zombies und Ghule. So, sehr schön. Axt, Level up. Level up mit der Axt. So, einfach den Weg runter. Einfacher gesagt als getan. Und überall kommen so ein Gegner hier angelaufen. Was machen die hier überhaupt? Hier ist doch viel zu kalt. Soll mal runter in die Sonne gehen oder so. So, schön in den Süden der Ländereien.
Okay, das Wasser macht zumindest keinen Schaden. Ich habe jetzt extra auf die Lebenspunkte von Firion geachtet. Und der hat keinen Schaden genommen, dadurch, dass er hier durchs Wasser, durchs eiskalte Wasser wohlgemerkt, schlendert. So, nächste. Gibt es auch wieder super viele. Huhn. So habe ich die Welten hier gerne. Immer schön offen alles demonstrieren. Das fand ich bei Final Fantasy 1 so geil, ne? Da konnte man, je nachdem auf welcher Ebene man war, auch durch Wände gucken. Also quasi. Man geht einfach in einen anderen Raum und der andere Raum sorgt dann dafür, dass wir dann halt eben auch in andere Räume gucken können, die auf sozusagen auf der gleichen Aufdeckungsebene rum so liegen. Bisschen weird. Aber gut, so ist das halt mit alten Rollenspielen, ne? Eisgrimoire. Achso, das heißt, wir haben den Eiszauber erhalten. Das ist okay, damit komme ich klar. Kriegt nur schon jeder. Außer Joseph. Nur das Problem ist, Joseph brauchen wir gar nicht großartig ausrüsten, weil der wieder, denke ich mal, die Gruppe verlassen wird, sobald wir hier durch sind. Den kleinen Abenteuer durch die Eiswüste. Mithrilspeer. Warum haben wir uns die ganzen Waffen gekauft, wenn die uns jetzt hier eh geschenkt werden? Ja, fast wie damals bei Final Fantasy 1. Warum hat man irgendwas Cooles gefunden? Dann findet man den ganzen Kram hier einfach in den Dungeons. Moment, hier hätte ich jetzt alle. Gut, gehen wir mal hier kurz in die Tür. Oh nein. Ein leerer Raum. Wie unerwartet. Und ab zur nächsten Ebene. Kommen wir hier ran. Aha, hier gibt es nur zwei Kisten und zwei Türen. Das ist ein bisschen unheimlich. Yetis! Mehr davon! Die süßesten aller Tiere. Sobald wir hier raus sind, vermutlich eine von Aussterben bedrohte Art. Dann gibt es immer nur diese Fotos, wo man dann sieht, so von irgendeiner so verschwommene Kreatur. Das Verteilen von Zaubern auf alle geht eigentlich. Das Problem, was man dabei hat, ist, dass man, dass sich halt eben der gesamte Schaden auf alle verteilt. Danke. Das war ein einfacher Sieg. Liefert hier echt 100, die Potion. Das ist ja geil. In Final Fantasy 1 war das nur ein... Ja, war wieder so klar. Leerer Raum. Eindeutig zu viel... zu viel... freier Raum, der hier findet, aber auch viel zu viele Random Fights. Mein Geschmack. Das wäre dieser Moment, wo ich mir echt wünsche, so etwas wie, wie Schutz oder sowas zu haben bei von Pokémon. Einfach einen Schutz. Und dann lassen uns alle Gegner in Ruhe. Eine Falle! Oh nein! Oh nein! Ah, sehr gut. Gut gelaufen an der Stelle. Mehr oder weniger gut auch reagiert. Was bekommen wir hier? Mithril? Nee, Antikschwert. Das klingt ja auch abenteuerlich. Oh! Liefert sogar mehr Schaden. Ja, damit. Brauchen wir. Dann nimmst du das Mithril-Schwert in die zweite Hand.
bringt nix. Der trägt schon zwei Mithril-Schwerter. Dann darf er noch die Kampfaxt schwingen. So, die untere Tür haben wir noch nicht. Haben wir uns noch nicht angeguckt. Ein Hinterhalt! Welch böse Kreaturen! Eiszapfen. Die Gegner heißen Eiszapfen, wie süß. Ach, wie lustig. Das klingt echt cool bei Earthbound. Earthbound habe ich, also generell die Mother-Reihe, habe ich... Sind das Mogris? Sollen das Mogris sein oder Waschbären? Weiß es noch nicht. Die Mother-Reihe habe ich mir noch... Also habe ich mir bisher angeguckt, aber nie selber gespielt. Hallo? Gau, war, gau. Hey. Gau, war, gu. Gau, war, gau. Gau, war, gau. Gau, war, gau. Gau, war, gau. Wawa, gau, wawa. Verstehe seine Sprache. Wawa, gau, wa. Lernen. Nichts, was man lernen kann. Prüfen. Dreas Glocke. In rechte Wand ein Geheimgang. Monster schützt Glocke. Glocke in Wand. Moment. Nochmal. In rechte Wand ein Geheimgang. Monsterschutzglocke. Glocke in Wand. Ach so. Der wird uns da sogar angezeigt. Ja, sehr gut. Haben wir hier sonst... Okay. Ich würde einfach mal hier quicksafen. Und man weiß nie, was das Monster so mit sich führt. Da ist der Gang. Ah, aber da unten ist die Glocke. Und ich wette fast, dass diese Tür uns genau zu diesem einen Ausgang führt, den wir vorhin noch gesehen haben, mit dem wir nichts machen konnten. So, Josephe hat seine Axt gelernt. Nun wieder Hinterhalt. Also ich bin mal gespannt, wie lange wir dem Imperator noch allgemein hinterherlaufen werden, bis wir ihn besiegen. Und vor allem, ob wir es schaffen, das böse, böse Imperium, nee, den Zerstörer, das Luftschiff des Imperiums zu zerstören. Wir haben ja schon Hinweise bekommen, wie wir das hinbekommen könnten. Und wegen ein Monster versperrt den Weg. Also ich zähle hier mindestens 50. Ih, Doppelkopf, was bist du denn? Also schadenstechnisch ist er nicht hart unterwegs. Da sitzen wir echt gut rum. Och nee, schon wieder eine Schildkröte. Silberharnisch, das klingt ja geil. Das ist besser als die Mithril-Dinger? Zumindest was das Ausweichen angeht. Das finde ich gut, das nehmen wir. Dann nehmen wir nochmal hier Items mit. Potion. Auch noch irgendwann eine Potion. Geht nicht so, ne? Können wir eigentlich einmal Magie machen. Alle, das sollte eigentlich schon ausreichen, sage ich doch. Und hier nochmal kurz ein Schnellspeichern. Und dann reden wir. Ernsthaft. Und dann gucken wir mal, was das Monster für uns bereithält. Und wie gut wir dieses Monster kaputt machen können.
Also, die Mother-Reihe ist auf jeden Fall ziemlich nice. Also, ich habe mir nur Videos bisher davon angeguckt. Der Wächter der Glocke. Adamantaimai, nehmt euch in Acht! Shit. Adamantaimai, den kennen wir auch aus Final Fantasy XIV. Wir kennen alles aus Final Fantasy XIV. Jetzt kommt natürlich die Frage, brauchen wir eher Feuer oder brauchen wir eher Eis? Wir versuchen es mal mit Feuer. Du setzt mal Protes ein. Du setzt Blitz ein. Du hast keine Magie, also schlägst du einfach mit zu. Das macht ein Feuer bei ihm. 51. Fand ich jetzt nicht so brillant viel. Auf jeden Fall mehr als die Angriffe. Ja, genau. So habe ich das auch gemacht. Ach shit, jetzt habe ich nicht auf den Schaden von Blitz geachtet. War der Blitzschaden gut? Nee, der Blitzschaden war nicht gut. Feuer ist das, womit wir ihn angreifen sollten. Das macht zumindest ein bisschen Schaden. Okay, man kann nicht auf alle Potions wirken. Wir können aber Polarwind mal probieren. Einfach mal, um zu gucken, was dabei passiert. Die letzte Schildkröte haben wir mit Eis besiegt, ne? Gucken wir doch einfach mal. Schneesturm, Stufe 16. Ja, alles klar. Gut zu wissen, dass das so einfach funktioniert. Und da haben wir sie. Es ist etwas in der Felswand. Die Freya-Glocke. Naja, die Freya-Glocke. Und ein geheimer Durchgang öffnet sich uns. Schön animiert. Jetzt frage ich mich, wie das damals auf dem NES war. Das war, glaube ich, ein Verbrauchs-Item. Können wir gerne mal gucken. Ja, das war ein Verbrauchs-Item. Das wäre echt zu heftig. Wenn die Items so dermaßen krass stark sind. Ach komm. Wir zaubern mal ein bisschen. Okay. Danke, Joseph. Oh nein, wer bist du denn? Nein, du bist das! Dreck! Ihr habt euch also die Freya-Glocke geholt. Wegen euch, niederem Gesindel, bin ich beim Imperator in Ungnade gefallen. Diesen zweiten Lapsus wird der Imperator nicht mehr tolerieren. Zu Hause wartet der sichere Tod auf mich. Doch vorher seid ihr an der Reihe zu büßen. Damned? Kill it with fire? Rot ist auf jeden Fall auf alle. Versuchen wir es nochmal mit Blitz. Aber okay, die Angriffe machen auch Schaden, das ist gut. Wir nutzen das einfach. Um unsere Zauber ein bisschen aufzubessern. Würde ich sagen. Vielleicht haben wir da Glück und werden ein bisschen Stufe 4 oder sowas. Oh, das war jetzt irgendwie gut. Tod oder Tod, wie er es ganz gerne hätte. Aber wir haben zumindest schon mal den ersten Lakaien des Imperators vermöbelt. GG. Axt ist eine Stufe aufgestiegen. Stärke ist hoch. Ein bisschen Geld. Einfach dran vorbeiwandern. Hehehe,
Ich bin ohnehin dem Tode geweiht, doch glaubt ja nicht, dass ihr gewonnen hättet. Vorsorglich, wie ich bin, habe ich eine kleine Falle für euch angebracht. Betrachtet sie als mein Abschiedsgeschenk. Was? Wir werden uns bald wiedersehen in der Hölle. Oh nein, ein Indiana Jones Akt. Nein! Diese miese Ratte! Was? Los, verschwindet! Du mitkommen. Meine Kräfte verlassen mich. Geht! Viel Glück, Freunde. Verzeih mir, Nelly. Und schon wurde diese Wand rot angemalt. Joseph! Oh nein, Joseph, nicht du auch. Warum verschwinden die einfach alle so? Bling, 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 weg. Toll. Und ich muss seiner Tochter jetzt sagen, dass der Vater gestorben ist, oder was? Ja, die wird sich ja freuen. Vor allem, weil wir ja vorher noch, vorher haben wir ja noch diesen, wie heißt das? Haben wir sie ja noch aus der Zwangsarbeit des Imperators gerettet. Ja, und jetzt kommen wir so an, ja sorry, hattest die letzten Tage mit deinem Daddy. Euer Level up. What? Das finde ich auch geil, dass jetzt unsere Zauber auch mal wieder Level-Ups bekommen. Bevor wir ins Dorf zurückkommen, einfach mal so ein bisschen die Magiepunkte aus, also durch die Gegend pulvern. Beim nächsten Gegner mache ich auch mal wieder die Zauber auf alle. Nicht Vitra. Feuer! Wonderful. Aber so viel haben wir von der Welt noch gar nicht erkundet. Müssen wir nur noch herausfinden, wo wo dieser nichtsnützige Prinz hin ist. Denn der hat sich ja schön beim Angriff erstmal verabschiedet, irgendwo hingelaufen. Hier werden wir auch gleich noch mal ein bisschen Items kaufen. Wir können auch mal schauen, was wir hier für noch für Zauber bekommen. So, herzlich willkommen. Engel haben wir schon. Antiban, Ban, Beam. Toll. Nichts Neues. Dann einfach mal eine Runde schlafen gehen. Und glücklich sein. So, glücklich sind wir. Dann bringen wir mal dem Mädel die kleinen, die frohe Kundschaft. Hallo, mein Joseph. Wie konnte das nur passieren? Seid unbesorgt, ich werde mich um Nelly kümmern. Joseph würde sicher wollen, dass ich sie in meine Obhut nehme. Aber schön, dass hier schon... Wie die alle schon wissen, dass Joseph draufgegangen ist, noch bevor ich in diese Stadt gekommen bin. Vater, kommt also nicht wieder heim?
Oh. Wir schieben es einfach auf das Imperium. Das Imperium hat dein Vater nicht mal gelogen. Das Imperium hat dein Vater getötet. Na gut, aber wir haben die Glocke. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir kommen dem Ziel unseren, den Zerstörer zu vernichten immer näher. Und das müssen wir echt tun. Sonst sind die freien Länder dem Untergang geweiht. So, also sag mal, ne, wenn ich nicht da bin, könnt ihr zumindest hier euer Dorf aufräumen. Finde ich schon ein bisschen hässlich. Wir wurden angegriffen, aber nein, wir bauen unser Dorf nicht nochmal neu auf. Soll es doch jemand anders machen. Das Imperium zum Beispiel. Warum? Was ist eigentlich der Sinn dahinter von so einem Imperium? Äther anzugreifen, sie aber nicht einzunehmen. Na gut. So, die Stadt Altea. Home sweet home. Wieder zurück in der Welt der Rebellen. Und hier müssen wir, denke ich mal, wieder mit Hilda reden. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir gleich nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Bald demnächst.